Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, es ist Herbst geworden. Werden wir jetzt aufbrechen oder morgen in der Früh? Boah, es ist heftiger Herbst. -2 Grad. Oh, ist der Teich zugefroren? Sonst können wir noch schnell fischen. Ich glaube, der ist zugefroren. Eieiei. Cool. So, wir holen uns die Federn. So, und wir sollten uns Kleidung machen. Wir haben irgendwie keine ausreichende Kleidung, weil jetzt ist es kalt. So, wie wäre es mit einem Jäckchen? Ein schönes blaues Daunenjäckchen schwebt mir vor. So, dann werden wir da mal... Und ja, Freezing. Na klar. So, dann würde ich sagen, mal hier hinein in die gute Stube. So, an das Ding hier. Also, wir brauchen Gegenstände, Schutz und Kleidung, ein blaues Jäckchen. 10 Federn, 20 Pflanzenfadern, 25. 10 Federn, das ist... Moment. So. Oh yeah. So, und 20 Pflanzenfasern. So. 2 noch. Oh, 20, super. Waren es 20 oder 25? Wir werden es gleich sehen. So, 10 davon, 20 davon, okay, 25 davon. Gut, nochmal. Gegenstände, Schutz und Kleidung. 25 Pflanzen und 10... Moment. Ein Wintermantel. Schöner blauer Daunenjanker. So, dann, wir könnten auch über Schuhe sprechen. Gegenstände, Schutz und Kleidung. Schuhe. Nein, können wir nicht. Kevlar. So, was können wir dann noch? T-Shirt. Das da. 3x Tuch, das haben wir an der Workbench. Workbench, 3x Tuch. So, nein, wir haben nur 2 Tuch. Aber wir können Tuch machen. Ja, wir werden Tuchmacher. Yeah. So, sonstiges? Nö, Tuch. 5 Rindenmulch, 3 Pflanzenfasern. 5 Rindenmulch, 3 Pflanzenfasern. Pflanzenfasern haben wir da, Rindenmulch haben wir auch da. So. Ah, 5. 1, 2, 3. Yeah. So, 5 und 3. Yeah. So, 5 und 3, yeah, 5 und 3, yeah, so, und der letzte. So, wie war das jetzt mit dem Kühlshirt? Nein, nicht Kühlshirt, das andere, das T-Shirt. 3 Tuch, super, das kriegen wir hin. So, 1, 2, 3, ja, aber auf der Workbench. T-Shirt, herstellen. Ach so, wir haben ja bereits Brustschutz. Da brauchen wir wieder Kevlar. Okay, Hose. Schau mal, was die Hose kostet. Ach komm. Da wollte er gerade zum Springen ansetzen, der junge Mann. So, was kostet denn die Hose? Hose. Cargohose? Nö. Hier, Schneehose. 20 Fasern, 12 Federn. Aber dann wird mir doch zu heiß. Komm, wir holen jetzt ein wenig Alu. Wir holen jetzt Alu und das andere Zeug. So, dazu nehmen wir Biotreibstoff. So, das kommt hier rein. Das könnte auch bleiben. So, Biotreibstoff. Da haben wir noch ein wenig Biotreibstoff. So, wir schauen noch nach oben. Ja, weil da... Gut, wenn es gefroren hat, ja, dann ist es wohl soweit. So, der Winter ist nicht mehr weit. Ja, es ist soweit. So, hier. Dann machen wir uns ein wenig Biotreibstoff. So. Dann holen wir mal Alu ab. Oh, wie cool. So. Ich bin ja gespannt, was rauskommt.
So, hier ist ja nicht unbedingt viel drin. So, und den werden wir jetzt auf Stein umpolen. So, das deponieren wir da. Komm, da werfen wir gleich rein. Die neuen Steine. Die guten neuen Steine. So. Ich freue mich und dann holen wir Alu. So, super. Da natürlich auch. So. Da fünf. So, drei Steinchen noch. Und ich überlege tatsächlich, ob wir diesen Extraktor auch rüberbringen. Das könnte man tatsächlich machen. Es hat 7 Grad und es ist, oh, es ist Dezember. So, auf geht's. Ah, schön. Ein zweiter Alu-Extraktor. Ja, brauchen tun wir sowieso. Wir müssen uns dann nur für den Winter auch vorbereiten. Also wir brauchen Fenster. Also brauchen, aber ich würde sie gerne machen. Aber das ist doch nur eine provisorische Hütte. Ja, ja, ein Teil davon bleibt ja. Ach komm. So. Gleich sind wir's. Oh, auch schön zugefroren, da könnten wir jetzt super Eis laufen. Oh, wie schön, jetzt wieder Eis laufen. Ja, das wäre schon schön. So, was haben wir da? Oh, wow. Wow. So, teilen, da haben wir mal da die 2. So, alles mitnehmen. Heftig viel Alu, oder? Das ist doch super. So. Einen da, da, hier. Steine, nö. So, extrahiere. Der ist voll, er läuft, ja. Hat 3 in Reserve, er ist voll, er läuft, hat 5 in Reserve. Super. Und wir haben Alu in der Tasche. Wir haben Alu dabei. Oh, so, Indoor-Garten werden wir uns auch ein wenig kümmern. Zwar nicht extrem, aber wir werden einen haben. Ja. Ja, einer kann nicht schaden. Einen werden wir haben. So. Wunderbar. So, ja, das dritte Dorf ist ein wenig nach hinten gerückt. Vor allem, wir haben so viel haben wir ja eh nicht an dem. Da schleicht schon wieder einer bei uns rum. Der ist drinnen. Was macht der in unserer Hütte? Der beklaut uns noch. So. Ein paar Holzscheite dabei. Die Axt, mit der schlagen wir in den Schädel ein. Nein. Wir haben natürlich einen Speer. Hi, hier bin ich. Bam. 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 So. Dann nehmen wir mal das alles raus. Werfen das da alles rein. So. Und das da auch. So, ein normaler Stein dazu. Super Ausbeute. Super. So, andere Seite machen wir auch nachher gleich. Ach so, da war gar kein. Kohle rein. Bam. Super. So. Was wollte man da jetzt? Ach ja, genau. Hier. So. Jetzt haben wir da 2. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen wieder einen Extraktor her. Gegenstände platzierbar, sonstiges. Der Extraktor, der Textraktor. Oh, der kommt wieder hierher. Das war doch ein super Platz, weil da kann man so schön drauf. 8 Nägel. Ja, leider. Keine Nägel. Okay, das schmilzt noch gut. Brettchen brauchen wir. Wir holen uns einen Baum. Holen uns einen Baum. Den da. Yeah. Oh, ist das cool. Wir haben viel Alu. Yeah. Alu, yeah. So. Laufen wir jetzt. Oh, ein Stein. So, und wir werden natürlich den Indoor-Garten auch anlegen. So, da machen wir mal schön auf Brettchen. Wobei, komm, holen wir einen ganzen Wagen voll. Ein ganzer Wagen voll Holz, das wird super. Ja, das wird's. So.
Weil dann haben wir es nämlich. Man muss nämlich rechtzeitig drauf und so weiter. So. Und so. Wunderbar, den kleinen legen wir noch drauf. Und dann müssen wir nicht immer einzeln für die Bäumchen laufen. Wäre schon ganz okay so. So. Ah, Steinchen. So. Wie sieht es denn eigentlich, würde ich gerne nachschauen, mit unserem Wasser aus. Okay, sauberes Wasser können wir gleich trinken. So, da die 3 rein. So, und da die 3 wieder auflegen. So. Jetzt nehmen wir alles mit. So, das werfen wir da rein. Alle Brettchen drin. Super. So, in den Brettchenständer hier. So, und ja, okay. Da war doch noch eins. Da hat sich ein Brettchen versteckt. So. Und da hinten. Dann würde ich sagen, einmal noch Wagenladung. Da, 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 da. So, sehr schön. Jetzt, da, was ist das da hinten, was sich da so... Ein Vogel! Okay. So. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie Nägel und so weiter zusammenbringen. So, zuerst die vielen Extraktoren. Und dann kümmern wir uns um den Strom. Zuerst dahin die Metalle, damit wir dann keine Probleme haben, wenn wir Strom basteln müssen. So, und oder wollen. So. Ach ja, meine Lieben, ich komme. Fräulein, springen Sie, tanzen Sie. Das war das Winterfräulein. Die Reste der Ladies Night. So. Da und. So. So, Brettchen sind fertig. Wir haben einmal. Da haben wir irgendwann Ambrus stehen, genau. Da gehen wir das da drauf. Herstellen. Yeah. So, wie viel brauchen wir noch? 10 Schrauben und 8 Nägel. So, dann machen wir uns die gleich. So, passt. So, passt. Super. So, jetzt nur noch einen Popo voller Eisenbarren. Das nehmen wir da raus. Dann haben wir ihn hier. Die kommen nach unten. Die Kohle. So. Die Nägel kommen daher, super. So, ein paar Steinchen. Jetzt befüllen wir wieder den Ofen. Oh, ja, 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 ja. So. So, im Winter werden wir natürlich das Dorf nicht plündern, weil im Winter, die müssen schauen, dass sie selber über die Runden kommen. Da kann ich ihnen nicht das Letzte wegnehmen. Das geht gar nicht. So, dann haben die vielleicht keine Metalle. Oder Elektrikteile. Das wäre barbarisch, denen das wegnehmen. So, dann haben wir das, kommt wieder da rein. Da haben wir noch ein paar Steinchen. Da, 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 da. Da kommt das jetzt rein. So, und 11 noch. So, ich glaube, fertig. Wahnsinn, oder? Es ist so super. So, haben wir da noch Biomüll? Nö. Haben wir da noch Biomüll? Nö. Da, nö, nö. Nö, 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 nö. Ein Stück haben wir. Toll. So, dann werden wir das jetzt mit Öl beheizen. So, die Teile legen wir zurück. Du verbrauchst dein letztes Öl. Ja, aber dazu ist es auch da. So. Strom an. Bam. So, Alu haben wir in der Tasche. Das kommt... Oh, es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit. Oh, wie cool. Also, weiß gerade nicht, ob ich das wirklich auf Dauer so toll finde, aber es schneit, es schneit. Oh. So, da haben wir einen schönen Pfeil. Der kommt daher. Das können wir da, ja, legen wir das unten rein.
unten rein. Das ist wieder der Geistervogel, das ist die Begleitmöwe, die werden wir den ganzen Winter über durchfüttern, auf unsere Kosten, weil die super ist, die Möwe. So. Ja, die ist super, die können wir nicht mal punchen. Hier, oder mit der Axt, geht gar nicht. So, sie ist unverwundbar. Das ist die Glücksmöwe, die ist immer unverwundbar. So, super. Und noch Beitchen 3. So, dann kommt hier nämlich her, platzierbar Lager, bam, Kiste hier. So, da brauchen wir noch 5. Oder noch? Nö. Ah, mit Schnee und so, ist das schön. So, einen so einen Ofen sollten wir eigentlich drinnen bauen. Ja, so einen Kohleofen. Die Kohleofen. Den machen wir. Kohleofen. Das muss sein. Der Winter ist schnell gekommen. Wahnsinn. So. So, dann schauen wir nach einem Kohleofen. Kohleofen, Kohleofen. Sonstiges hier? Nö. Ja, doch. So, 10. Den stellen wir genau daher so. Dekorativ. Ja. So, und dann kümmern wir uns auch um ein bisschen Indoor-Garten, aber nicht viel, weil ich merke das ja schon, das nervt mich dann wieder. So, ein wenig hier. Ein wenig hier. Na, heute nicht. So, und jetzt kasteln wir die Möwe auch gleich ein. So. Das muss reichen. Und ein paar Nägel. Dafür brauchen wir jetzt Schrauben und Eisenbahn. 10 Stück Eisenbahn. Oh, das ist aber nicht wenig. 10 Eisenbahn. Ja, junge Dame, hier. Da, jetzt komm raus wieder, Mädel. Ja, ja. So. Ha, Kartoffel. Wie praktisch. So, Nägel haben wir gesagt, brauchen wir. Ah, da holen wir uns jetzt Nägel. So. Was da jetzt für alle? Da fehlt eines. Eines fehlt da. So. 4 Nägel. Gut. Hm. Ich überlege gerade, kommen wir aus mit den Eisenbahnen, die wir da haben? Nö, wir müssen tatsächlich. Uiuiui, da müssen wir noch nacharbeiten. So, aber wir brauchen den Kohleofen vor dem ersten Schneesturm. Weil sonst müssen wir mit einem normalen Ofen. Und die haben wir ja abgerissen, die brauchen wir ja nicht. Haben wir uns ja entschieden. Nö, mit denen tun wir nicht. So. Da, 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 da. Und hier. Super. So, ach ja, Nägel. So, dann haben wir hier mal Nägel, hier mal Nägel, hier mal Nägel. Und da sind, glaube ich, nochmal Nägel drin. Ja, 8. Na gut. So, dann schauen wir mal. Als erstes werfen wir die mal hier. Ach, das sind Schrauben. Na gut. So, 8. 8. 8. Sehr gut. Und jetzt Brettchen. Brettchen, Brettchen. So, nächster, sehr schön, und nächster. Für die Taube lassen wir dein, Taube, Möwe, lassen wir deinen Platz frei. So, einer noch. Super. Sehr schön. So, jetzt kümmern wir uns um, wir brauchen hier Schrauben und, ach, 9 Eisenbahnen noch. Schrauben. So, die Schrauben machen wir da gleich mal. So, Schrauben dann. Und jetzt Eisenbahn. Schöne, schöne, bunte Eisenbahn. Die Eisenbahn, die Eisenbahn. Da, 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 da. So, 4 Eisenbahnen noch. Das ist echt keine Hexerei mehr. Das kriegen wir noch hin. Vor dem Schneesturm, sag ich mal. So, nein, da sind sie nicht drin, da sind sie drin. So, wir wollen, wir machen einmal Gurke, wir machen einmal die Melone, dafür kommt das zurück. Yeah! So, die Nägel stopfen wir da wieder rein. So, die brauchen wir nicht mit. So, eine ganze Menge Steinchen nehmen wir mit. Dann haben wir da ein paar von jenen.
Oh, da brauchen wir ja wieder ein paar Waren für unten für den Kohleofen. Damit wir nicht erfrieren. Weil das wäre unangenehm. Ah. Da noch. Und schon wieder eine Kiste leer. Oh, das geht so schnell. Das geht so schnell. So, dann haben wir hier. Was können wir eigentlich da ablegen? So. So, da sind keine mehr drinnen. Da haben wir jetzt nur Alu, was an sich toll ist. So, gut, da voll Kartoffel. Die würde ich gerne rüber transportieren. Ist aber nicht notwendig. Also ist er noch nicht. So, Essen, Essen. Essen, wie viel haben wir da drin? Sauberes Wasser 34. Und dann werden wir da auch gleich mal Wasser tanken. So, Schnee hinzufügen. So. Schmutziges Wasser gerne. Schaut gerade so schön aus vom Wetter her. Wenn wir das gleich abkochen. So, dann hier. Schnee hinzufügen. Super. So, jetzt könnten wir eigentlich auch schon gießen. So, da kommt hinein das da. Und ein wenig Wasser. Da kommt hinein das da. Und ein wenig Wasser. Wunderbar. So, neuen Schnee holen. Oh, mit einem frischen Schnee, das ist so schön. Was lernen Eskimo-Kinder als erstes? Keinen gelben Schnee essen. Sorry, nein, musste sein. So, passt, super. Und restliches Wasser ausleeren. Weil schlechtes. Ach Gott, bitte. Ich komme, ich komme. Uah! Der war ja ziemlich hässlich, ziemlich hässlich. So, na dann gehen wir mal rauf. Also, oh ja, da gibt es wieder die Waren. So, super. So, dann kann man da mal auflegen, da mal auflegen. Wir kommen da hinein, hilft so nicht viel. Oh, das kann ja auch noch rein, das kann auch noch rein, super. So, dann die hier noch. Und Ofen ist voll. Yeah. So. Da ist die Kohle noch drin gewesen. Das ist gut. So, eine Kohleklumpen bräuchte man für hier auch noch. Und dann ist sich der Ofen unten ja auch noch ausgegangen. Das ist doch super. Den kriegen wir heute noch fertig. Ihr werdet sehen. Yeah. So. 1, 2, 3. Super. Da ist er. Bam. So, ein Stück Kohle noch rein. Das müssen wir natürlich nur finden. Nö. 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 So, da haben wir Kohle 1, Kohle 2. So, Kohle 1 kommt hier rein. Und die Kohle 2 kommt dann unten rein. So, ab in den Ofen. Anzünden müssen wir es ja noch nicht. Und wir haben den Kohleofen. Der Winter kann kommen. So, haben wir. Ja, wir haben. Dann brauchen wir davon noch ein wenig. So, weil da in der Ecke. Wahnsinn, oder? Das ist richtig cool. So, das kann wieder zurück. So, jetzt können wir uns vielleicht sogar hinter den... Oh ja, das machen wir. So, platzieren, Gegenstände, sonstiges, nö, ist platzieren, Möbel ist das. So. Ist das gut, wenn das hinter dem, nö, so machen wir das nicht. Wir stehen es, nimm's Bettchen. So. Und, bam. Die Kohle ist weg. So. Da rein, wir brauchen noch Pflanzenfasern. Wahnsinn. So. So, für oben brauchen wir dann natürlich wieder ein Stückchen Kohle. Wir haben Tag 11. Super. Wahnsinn. Und das hier ist alles wieder leer geräumt. Sehr cool. So. Und hier natürlich auch.
Ah, und hier. Super. Yeah. Schön, schön. Ah, oh, und der Abend graut wieder. Nein. Ja. So, zwei noch davon. So, das heißt, der Winter kann kommen. Wir setzen jetzt, wir zeichnen sie mal nur an. Platzierbar, Fenster, Fenster, Fenster. So, Fenster, Fenster, Fenster. Ja, da, super Aussicht. Fenster und Fenster. Tja, super. Stöckchen, viel Feuerholz und noch viel, viel mehr Glas. So, dann fahren wir noch einmal mit dem Wagen spazieren. So, Moment, nur kurz Blick auf die Uhr. Ja, wir fahren trotzdem mit dem Wagen. Einmal mit dem Wagen noch. Einmal noch gemeinsam mit dem Wagen. So, abstellen und geht schon. Oh, der Wagen hat auch Damage genommen. Da müssen wir nochmal genau hinschauen. Wahnsinn. Das war ja, wie der Wagen eingeführt wurde, tatsächlich. War der Wagen ja nicht beschädigbar. Das heißt, es gab Leute, die haben sich, da kommt Zombies noch nicht springen. Stellt euch das vor, was das für eine Zeit war. Zombies, die nicht springen. Da gab es Leute, die haben sich auf den Wagen draufgestellt und haben von oben einfach die Zombies bekämpft und ja, nichts ist geschehen, weil sie standen ja am Wagen. Wahnsinn, oder? Das tut man doch nicht. So, da laufen wir mal raus. Tja, junger Mann! Oh, der gas so richtig an. So. So, da müsste unser Wasser inzwischen abgekocht sein. Ausgezeichnet. Super. So. Dann haben wir da noch ein wenig Brettchen. So, die werfen wir da ab und die verwursten wir mal. Ernten. Wahnsinn, was für Massen. So, und jetzt stellen wir uns da an ein Fenster, machen diesen hier und diesen hier. Ja, wir haben drei verwurstet. Drei. So, Feuerholz. Feuerholz, das ist die Glücksmöwe. Feuerholz und Feuerholz. So, warum die da verdorrt sind, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auch egal. Wir werden das schon hinkriegen. So. Den werden wir dann aufdrehen, weil es hat 23 Grad herinnen. Warum auch immer. 3,5. Hm, 23 hier außen. 23, 3,5. Ja, keine Ahnung. So. Aber egal. Letztlich wird das alles funktionieren. So. Dann haben wir ihn hier noch. Das nehmen wir noch raus. Dafür gibt es hier wunderbare Steinchen. So, die werden da nachgelegt. So. Dann holen wir uns von hier einmal Kohle. Ja, geht. So, dann hier. Ja, ich weiß schon, die Türen sind offen und deswegen zieht es kalt rein. Ja, ja. So. So, noch Steinchen. Ah, schön. Schön gelungen. Ah, das eine Kohlestück legen wir jetzt tatsächlich unten wieder rein. So, da werden wir die Hölzer noch ein wenig schlichten. So, mal da rein. Jawohl, dann haben wir da noch. So. Super. Ich glaube, jetzt habe ich um 1 zu viel genommen. Nö, passt genau. Super. So, dann die drauf. Ja, wobei, die werden wir auch gleich zerlegen.
So, ernten. Ernten. Ernten, na. Ernten. Feuerholz ernten und ernten. So, Stöckchen, Stöckchen. Ja, da tut sich was. So, ja, komm, ernten. Feuerholz zerlegen, Feuerholz zerlegen. Und zerlegen, super. Da, 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 da. Ja, so, und er auch noch. Die Glücksmöwe. So, da sind alle drin. Da fehlen noch ein paar. Da fehlen noch ein paar. Da, 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 da. Und eigentlich dann nur noch Glas. Super. Drei noch. So, das heißt, das Einzige, was noch fehlt, ist Glas. Super. Dann haben wir alle Fenster. Und da ein Stück Kohle. Ja, wir verschieben es jetzt nicht mehr. Jetzt ist gut. So, wir nehmen das raus, wir nehmen das raus. Da unten nehmen wir das raus. So, und das raus. So, das kommt raus, das kommt raus und das kommt raus. Später wird das natürlich alles noch besser und noch mehr aufgeteilt, aber wir müssen irgendwie, muss man ja mal anfangen. Da, 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 da. Super. So. Die Glücksmöwe, sie verlässt uns nun. Sehr schön. So, dann holen wir drei Samen. So, den, den, den. Und die werden wir unten einpflanzen. Ja, natürlich, wenn wir vorher die Kohle... Keine mehr. So, keine Steinchen mehr. So, dann werden wir die schnell noch verarbeiten zu Barren, soweit wie es geht. Der will nicht. Der will nicht. So, jetzt will er. So. Oh, es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht. Geisterstunde. Oh mein Gott. Da kommen die Zombies raus. So, Süd. Sag ich ja, da kommen die Zombies raus. Schade. War nämlich gerade am Schlichten, das will ich fertig machen. Ich lasse mich da ungern nur von Zombies unterbrechen. So. Super. Kupfer. Auch schön, weil das werfen wir auch gleich rein. So, und Kupfer. Super. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.